So, es geht direkt weiter mit Legacy of the Void. Wir fahren fort und sind wieder zurück auf dem Schiff. Ihr wolltet mich sprechen, Phasenschmied. Artanis, es tut gut, euch zu sehen, mein junger Exekutor. Phoenix? Wie kann das sein? Der Richter-Prototyp wurde mit seiner geklonten Persönlichkeit ausgestattet. Ihr wart mit seiner ursprünglichen Persönlichkeit befreundet. Da dachte ich, nun ja... Er glaubt, er sei aus seiner Stasis erweckt und zu einem Dragoner umfunktioniert worden. Warum seid ihr hier, Phoenix? Aldaris selbst gab mir den Befehl, nach Glacius zu kommen und den Templern zu dienen. Das ist der letzte Eintrag in seiner Erinnerungsmatrix. Die großen Templer wurden noch auf Befehl der Konklave inkodiert. Wisst ihr von den Experimenten, die auf Glacius durchgeführt wurden? Warum gab euch Aldaris diesen Befehl? Ich bin ein Krieger, alter Freund. Das wisst ihr besser als jeder andere. Es steht mir nicht zu, den Befehl eines Judikators zu hinterfragen. Er ist technisch hochentwickelt. Eine Adaniumhülle bestehend aus einem Trillik-Kompressionsgeflecht. Es scheint, als sollte er erst der Anfang einer Wiederbelebung des uralten Programms sein. Genug! Zu lange diente ich dem Willen der Konklave, als hier wie irgendein Tier untersucht zu werden. Ich bin ein Templer und endlich wieder mit meinem teuersten Freund vereint. Ist das nicht ein glorreicher Tag? Ihr habt recht, natürlich. Karax, diese Tests sind nicht länger notwendig. Phoenix, willkommen auf der Speer des Adun. Ja, jetzt haben wir anscheinend einen alten Kollegen von Artanis akquiriert, der jetzt in der Haut eines Dragoners steckt. Und wir haben ordentliche Gespräche. Ihr und ich, wir haben mit unseren surrenden Klingen in zahllosen Gefechten Seite an Seite gestanden. Und nun führt ihr die Protoss an. Der bloße Gedanke daran erfüllt mich mit Stolz. Ich wurde von den verbleibenden Judikatoren und den Clans der Nerazim auserwählt, die Hierarchie zu repräsentieren. Ihre Wahl ehrt mich bis zum heutigen Tage. Tassadar ist bestimmt ebenfalls stolz. Tassadar ist tot, Phoenix. Er stellte sich mutig seinem Schicksal und opferte sich für sein Volk. Er bewahrte uns vor der Auslöschung. Was? Das kann nicht sein. Und Ajur? Ebenfalls verloren an die Zerg? So ist es. Wie lange war ich in Stasis? Wann wurde ich zum Dragoner? Wisst ihr etwas über das Richterprogramm, Phoenix? Selbstverständlich. Sie wollten die größten Geister der Templer replizieren. Am Ende waren es gefährliche Maschinen, die abgeschaltet werden mussten. Sie wurden zwar abgeschaltet, aber es wurde weiter geforscht. Wir haben weiterhin nach einem Weg gesucht, unsere größten Templer zu replizieren, diese uralte Technologie zu verwenden. Warum erzählt ihr mir davon? Wir sehen einem Krieg entgegen, der mit keinem zuvor geführten Krieg vergleichbar ist. Wir werden euch in den nächsten Tagen brauchen. Und vielleicht auch die Richter. Dann sind meine Klingen die euren, alter Freund. Jo, ich kenne mich jetzt gerade so nicht so wirklich aus. Ich weiß jetzt gerade nicht, wer Phoenix früher war. Scheint aber ein guter Kollege von Artanis gewesen zu sein. So, neuer Gesprächsstoff auch mit Karax. Diese neuen Entwürfe für die Richter übertreffen jede Technologie, die unser Volk bisher hervorgebracht hat. Die Replizierungsdaten erlauben eine genaue Duplikation des Bewusstseins. Phoenix' Persönlichkeit könnte akkurat sein. Wie akkurat?
Mehr als 99%. Es könnten also Diskrepanzen auftreten. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Und wie viele Entscheidungen beeinflusst diese Abweichung über ein Leben hinweg? Wer wärt ihr, wenn ihr auch nur in 1% der Fälle eine andere Wahl getroffen hättet? Behaltet Phoenix im Auge. Wenn er uns helfen soll, dann will ich wissen, wer er ist. Ja. Auf den Kriegsrat. Da gibt's auch kein neues Gespräch, aber eine neue. Wir haben neue robotische Unterstützungseinheiten erhalten, die ihr euch anschauen solltet. Robotische Unterstützungseinheiten. Protektor. Duale Schildaufladung. Und das Wächterschild. Und was haben wir hier? Den Induktor. Erhöht die Angriffs- und Bewegungsgeschwindigkeit. Und transformiert den Induktor, wobei ein Pylonen-Energiefeld erzeugt. Das ist auch cool. Wir nehmen den Induktor. Haben wir doch jetzt nicht. Karax konnte die robotischen Vollstrecker mit Hilfe der Daten von Glacius aktivieren. Setzt sie weise ein. Hier haben wir einen neuen Vollstrecker. Stürmt in die Schlachten von gegnerischen Bodeneinheiten ab. Wird nach dem Tod wiederbelebt. Das ist auch nicht schlecht. Vor allem, weil die Jungs uns relativ oft wegsterben. Ich werde die mal testen. Dann auf zur Brücke. Wie unsere Späher berichten, unterwerfen Amons Streitkräfte ein System nach dem anderen. Wir müssen sorgfältig entscheiden, wohin wir Truppen schicken möchten, Hierarch. Jo, neues Gespräch. Dieses Wiedersehen mit Phoenix löst verwirrende Gefühle in mir aus. Ich fühle Traurigkeit, obwohl ich eigentlich Freude verspüren sollte. Es heißt, der Krieger Phoenix starb durch die Hand der Königin der Klingen. Dies ist lediglich eine Simulation seiner Persönlichkeit. Doch sie erinnert euch an den Verlust, den ihr erlitten habt. Seine Stimme, seine Gedanken, sein ganzes Wesen. Er beschreibt gemeinsame Erinnerungen so lebhaft, so präzise. Mein Instinkt sagt mir, dass das mein Freund Phoenix ist. Doch mein Verstand weigert sich, das zu akzeptieren. Wir Nirazim denken oft darüber nach, ob wir einfach die Summe unserer Erfahrungen sind. Oder mehr als das. Eine innere Wahrheit, von der wir erfüllt sind. Wir werden bald erfahren, ob Phoenix seine eigene Wahrheit in sich trägt. Oder ob er nicht mehr ist als eine schlechte Kopie. Jo. Wollen wir mal schauen, ob wir einen neuen Planeten kriegen? Tatsächlich, Solarkern, etwas später. Jetzt gibt es erstmal wieder eine Zwischensequenz. Hierarch, ich erkenne nun die technologische Überlegenheit der Xel'Naga. Sie wussten, dass Energie, Essenz und Information alle eins sind. Untereinander austauschbar, veränderlich. Dann habt ihr herausgefunden, was Zeratul in diesem Schlüsselstein entdeckte? Ja, wenn ich es richtig verstehe, führt er uns nach Ulna. Ulna? Dieser Ort ist ein Mythos. Ein Reich aus zahlreichen Legenden. Die Heimatwelt der Xel'Naga. Ich glaube, dass der Schlüsselstein ihren Standort verrät. Zeigt mir wo, Karax. Sein. Ich muss mich irren. Der altarische Riss? Das ist unmöglich. Nichts könnte inmitten solch gewaltiger Kräfte überleben. Ich habe versagt, Hierarch. Das denke ich nicht, Karax. Es heißt, die Xel'Naga kamen von einem Ort, an dem kein Leben möglich ist. Das deckt sich mit Zeratuls Prophezeiung. Wir werden dorthin reisen. Bereitet alles vor. Ja, einfach mal dahin reisen, wo kein Leben möglich ist. Zeratul, viele hielten euch für verrückt. Und doch habt ihr einmal mehr den Weg klarer gesehen als wir alle. Der Schlüsselstein führt uns in den altarischen Riss. Nach Ulna. Der
Heimat der Xel'naga. Es ist meine Bestimmung, eure Aufgabe fortzuführen, alter Freund. Ich werde die Xel'naga erwecken und euer Vermächtnis ehren. Kriegen wir sogar zwei neue Einheiten. Ja, wir haben keine Informationen über den Planeten. Ja, einfach mal hin, ne? Teratul hatte recht. Es ist Ulna. Seht, Matriarchen, die Quelle allen Lebens. So lange verborgen. Ja, aber warum? So. Neue Gespräche? Phoenix, ihr scheint betrübt. Verzeihung, Hierarch. Ich habe über die Ereignisse nachgedacht, die mich hierher geführt haben. Ich habe entdeckt, dass meine Erinnerungen Lücken aufweisen. Schlachten, die in den Archiven des Schiffes aufgezeichnet wurden und an die ich mich eigentlich erinnern müsste. Was habt ihr gefunden? Aufzeichnungen über meine Niederlage bei Antioch. Und meine Wiederbelebung als Dragoner. Doch dieser Körper, es ist offensichtlich, dass ich kein Dragoner bin. Diese Aufzeichnungen verraten noch mehr, Phoenix. Aber was ihr herausfindet, könnte schmerzlich für euch sein. Ich bin gewillt, der Wahrheit ins Auge zu blicken, alter Freund. Wie schwer es auch immer sein mag. Dann hoffe ich, dass ihr die Antworten finden werdet, die ihr sucht. Jo, wie viel Solarit haben wir? 20, okay, können wir nichts mitmachen. Neues Gespräch. Es ist mir ein Rätsel, wie Zeratul vorhersehen konnte, dass uns der Schlüsselstein hierher führen würde. Mittlerweile ist es klar, dass dies sein primärer Zweck war. Zeratul war mit einem Ausdruck der Realität verbunden, der sich meinem Verständnis entzieht. Dieser Ort sollte nicht existieren. Er steht im Widerspruch zu allen wissenschaftlichen Gesetzen und den Grundfesten der Astralmechanik. Einst glaubte ich, wir Protoss hätten den Gipfel allen fassbaren Wissens erreicht. Ich war töricht. In dieser Galaxie existiert weit mehr, als das Verständnis der Protoss fasst, Freund Karax. Dieser Tatsache bin ich mir jetzt bewusst. Ja, und wenn man sich überlegt, was die Protoss eigentlich schon alles wissen, ist das schon ziemlich heftig. So, neues Gespräch. Es fällt schwer zu begreifen, dass diese Welt unter uns tatsächlich Ulna ist. Die Heimat der Ihanri'i, der Xel'naga. Die Judikatoren vermuteten, dass die Xel'naga von Aiur zu einem solchen Ort zurückkehrten. Man sagt, sie ruhten hier in einem äonenwährenden Schlaf. Zeratul glaubte, dass das Artefakt uns den Weg zur Hoffnung weisen würde. Die Xel'naga sind möglicherweise diese Hoffnung, von der er sprach. Den Legenden zufolge warten die Xel'naga dort unten darauf, von ihren Kindern erweckt zu werden. Dann lasst uns hoffen, dass die Legenden wahr sind. Ich bin gespannt, wie die Xel'naga aussehen. Jo, ab auf die Brücke. Hierarch, es sieht so aus, als wäre der Empfang von Übertragungen innerhalb des Risses nicht möglich. Wir sind auf uns allein gestellt. Ja, geil. Dann wollen wir eine Mission auswählen, ne? Tempel der Vereinigung. Betreten Sie den Tempel. Die Sensoren der Speer des Adun orten etwas, das wie ein Zugang zum Tempel aussieht. Unsere Schiffe warten auf euren Befehl. Ja gut, dann starten wir mal. Ich bin jetzt auch mal gespannt, was uns selbst da drin erwartet. Warp-Türe können ihre Armee verstärken, sofern ein Pylon in der Nähe ist. Sie können diese Taktik sowohl offensiv als auch defensiv einsetzen. Ach was.
Dies ist die Ruhestätte der Xel'Naga. Wir müssen einen Weg finden, den Eingang zu öffnen, wenn wir sie erwecken wollen. Was wisst ihr über den Tempel in den Tiefen, oberste Bewahrerin? Nur Mythen, Legenden. Hier auf Ulna beenden die auserwählten Völker ihren Zyklus und werden zu etwas Höherem. Es heißt, ihre bloße Anwesenheit würde den Weg ins Innere öffnen. Ich glaube, diese Stellarschlösser sind die Lösung. Schickt unsere Truppen los, um sie zu sichern. Vielleicht erhalten wir so Hinweise darauf, was zu tun ist. Hirach, die Tal'Darim sind hier. Sie übernehmen die Kontrolle über die Stellarschlösser. Zurück. Wir werden Amon zeigen, dass wir noch nicht besiegt sind. Ja, also haben wir es mit Protoss und Terrana zu tun. Und endlich. Okay, wir können eine Phönixe bauen. Okay. Ja, meine Begeisterung war kurz da, ist aber schon wieder weg. Unsere Raumportale sind jetzt in der Lage, Phönixe heranzuwarpen. Sie sind sehr beweglich und gut dafür geeignet, den Feind aus großer Entfernung anzugreifen. Ja, toll. Void Race werden mir lieber. So, dann wollen wir mal schauen. Aktivieren Sie die Stellarschlösser. Ja, gut. Mehr müssen wir tatsächlich gar nicht machen. Kein Zeitlimit, das ist schon mal gut. Dann werden wir uns mal dran begeben. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Aha, wir haben direkt eine zweite Basis in der Nähe, das ist sehr gut. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Aber ich denke mal, wir werden die Phönixe diesmal doch nochmal außen vor lassen und hauptsächlich wieder auf Warptor-Einheiten gehen. Also Gateway-Units, wie man so schön sagt. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So, dann werden wir auch schnell diese Erweiterung schnell uns holen. Ja, erstmal eine Armee aufbauen auf jeden Fall. Ist jetzt natürlich wieder spannend für den Anfang, aber so ist das. Direkt weiter Sonden bauen, wenn wir die eh brauchen. Ich hoffe mal, hier sind jetzt keine Gegner. Amons Streitkräfte sind unterwegs zu unserem Nexuspunkt. Ja, hoffentlich nicht so viele. Ich habe mich noch keine einzige Einheit dran gewarpt. Oh nö. Also hier gehen automatisch Einheiten hoch, das ist natürlich auch nicht schlecht. Das muss man nämlich Multiplayer und so muss man das mal selber machen. Sie brechen durch! Wo brechen die denn jetzt bitte durch? Eiskalt ausgemicrot. Nicht. So. Oh, wir haben.
tatsächlich mal die Möglichkeit, das Upgrade, das Upgrade Nummer 2 zu holen. Das ist ja eine schöne Wendung der Sachen, der Tatsachen. So. Ich bin zurückgekehrt. So, zweiten Nexus, hauen wir mal direkt in die Warteschleife mit rein. Hier könnt ihr runter. Hierarch, die Tal'Darim setzen ein riesiges Warp-Prisma ein. Wenn sein Kern ähnlich konstruiert ist wie der unsere, besteht der Reaktor wahrscheinlich aus reinem Solarit. Wenn wir die Möglichkeit haben, sollten wir das Prisma zerstören und das Solarit bergen. Ich kann es nutzen, um unseren Solarkern auszubauen. Das wäre natürlich echt nicht schlecht. Mal schauen, inwiefern das funktioniert. Auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal die zweite Basis unten zum Laufen bringen. Mehr Warp-Gates bauen. Ich denke aber nicht, dass wir eine zweite Schmiede bauen sollten. Jetzt sind die Zeitschleife hier drauf und dann passt das. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin zurückgekehrt. So, 13, 14, 15, 16, dann passt das. Und ab jetzt können wir nur noch reinwarpen, oder brauchen wir nur noch reinwarpen. Und dann kümmern wir uns mal um die... Stellarschlösser. Ja, ist schon spät, ich habe gerade ein paar Wortfindungsstörungen. Dieser Krieger ist erwacht. So, bin mal gespannt, wie stark die Voll- oder wie gut die Vollstrecker sind. Auf jeden Fall haben wir schon mal das Level 2 Upgrade für Angriff. Upgrade durchgeführt. Ah, jetzt kommen die Terraner, alles klar. Ja gut, dann machen wir mal einen Vorstoß. Mal gucken, wie stark die hier bewacht sind. Sobald Amons Streitkräfte vernichtet sind, sollten wir mit unseren Kriegern das Stellarschloss aktivieren können. Ja, das war ja relativ einfach hier, das erste. Das Schloss ist unter unserer Kontrolle. Diese Energiemuster lassen darauf schließen, dass sich der Tempel öffnet, wenn wir alle 5 Schlösser kontrollieren. Ja, was? Das wäre der Plan in der ganzen Aktion. Ja, und wieder merkt man, sobald man eine zweite Basis aktivieren kann, läuft das hier um einiges schneller. So, ich werde auf jeden Fall bei jedem dieser Kerne einen Pylon platzieren. Einfach um es schnell verteidigen zu können, falls es mal notwendig sein sollte. Ich bin zurückgekehrt. Dieser Krieg. Ja, der Phönix war jetzt ein bisschen zu schnell. Weil wenn man nämlich hier schon sieht, dass hier schon die Einheiten stehen, dann... Ja, das läuft ja ziemlich flüssig, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass es so einfach ist. Dieser Krieger ist erwacht.
Ja, wir haben halt auch einfach die komplette Überlegenheit unserer Truppen. Amonstine versuchen ein Schloss einzunehmen. Ja, das habe ich mir gedacht. Deswegen werden wir jetzt hier Dragonäre reinwarpen. Und ich hoffe, dass das reicht, das zu verteidigen. Okay, reicht nicht. Gut. Nee, reicht auf jeden Fall nicht. Ich registriere ein weiteres Schloss in der Hand des Gegners. Amons Streitkräfte haben dort Verteidigungspositionen bezogen. Ja, gut. So leicht ist es dann wohl doch nicht. Zumindest das dann für diesen Zeitraum zu halten. Ich bin zurück. Dieser Krieger ist aber. Aber jetzt haben wir ihn ja direkt wieder zurückerobert. Gut, dann gehen wir mal hier oben her. Und dann nach rechts. Ah ja, da haben wir einen Tank. Das ist jetzt echt nicht so geil. Denn wir haben keine Sicht nach oben. Ah, da ist ein komischer Warp-Prisma. Mach das mal kaputt, bevor die reinwarpen. Sehr gut. Hervorragend. Ich warpe die Ladung des Schiffs an Bord der Speer des Adun, um sie eingehender zu studieren. Ja, der war gerade hart aufgerieben, ne? Ich bin zurückgekehrt. Ja, die Phasengleiter sind eklig. So, wie kommen wir jetzt am leicht... Ah, wir müssen hier hoch, ja klar. Ja, die Terraner nehmen wir mal auseinander, auch wenn der Pylon da sehr mutig platziert war. Die haben einen der Schlossmechanismen unter ihre Kontrolle gebracht. Oh ja, das wird auf jeden Fall ein lustiges Hin und Her. Wir brauchen mehr Warp-Tore. Wir begegnen dem Feind. Das ist unnötig. Genau in dem Moment wirklich, wo ich da was bauen will. Ist ja schon, grenzt ja schon fast an Mepek. Und das ist auch unmöglich. Jetzt mal ehrlich, Leute. Ich bin zurückgekehrt. Thank you.
zurück. Dieser Krieger ist... Sollen wir mal schauen? Hier müssten ja wieder Terraner sein, ja genau. Ja, hier, das wird auch schon wieder zurückerobert. Aber wenn man einmal die, die Hauptstreitmacht, die das bewacht hat, besiegt hat, dann ist es nicht mehr ganz so schlimm. Amons Kräfte haben einen der Schlossmechanismen unter ihre Kontrolle ja, gebracht. Ja, genau, heute haben wir da angegriffen, wo ich gerade nicht zum Reinwarpen hab. Alles klar. Aber nicht mit mir. Ich hab abgerechnet. So, und hören die meisten. Ich bin zurückgekehrt. Dieser Krieger ist. Machen wir aber erstmal hier die unten fertig. Die hier. Das gigantische Warprisma haben wir wenigstens auch schon kaputt gekloppt. So, jetzt warpen wir noch einmal rein. Und dann geht's los. Ich bin zurück. Vermutlich greifen sie genau dann in dem Moment, wo wir hier unten noch pushen, greifen sie dann genau hier in der Mitte das an oder so. Bei meinem Glück. Dieser Krieger ist erwacht. Machen wir den letzten Vorstoß auf das letzte Teil. Wobei man sieht ja wieder, dass da unten wieder gepusht wird. Frage ist nur, gegen unsere Basis oder gegen unser... Ja, vermutlich gegen unsere Basis, gut. Aber uns gehören jetzt gerade eh alle, also haben wir es noch gerade so geschafft. Alle fünf Schlösser wurden eingenommen, Hierarch. Das Tor beginnt sich zu öffnen. Haben wir nochmal Glück gehabt. Es sieht so aus, als hätten sich Amons Truppen zurückgezogen. Ich verspüre lediglich eine große Stille im Inneren des Tempels. Dann waren wir erfolgreich. In Kürze werden wir erfahren, was die Vorhersehung für uns bereithält. Ja. Wir hören uns jetzt noch eben schnell die Gespräche an. Nicht in der nächsten Folge. Ich fürchte, die Sperre des Adun wird euch im Inneren des Tempels nicht unterstützen können. Seid bitte vorsichtig, Hierarch. Wobei, nee, wir hören, wir bleiben doch bei dem alten Schema und hören uns die Gespräche erst in der nächsten Folge an. Ich sag dann mal bis dahin und ja, tschüss.